Sie feiern Wladimir Putin. Serbische Nationalisten treffen sich zum Autokorso in Belgrad, übernehmen seine Parolen. Wir sind hier wegen Russland. Kampf gegen den Nazismus, denn der ist 1945 nicht ausgerottet worden. Er hat überlebt und muss zerstört werden. Und Ihrer Meinung nach tut Putin genau das in der Ukraine. Das berüchtigte Z prangt auf ihren Autos, was so viel heißen soll wie für den Sieg. Nebojša Radulović, wie den meisten Serben, sind diese Nationalisten zuwider und auch der Krieg. Doch er fühlt sich Russland nah, empfindet die NATO als Bedrohung. Er war noch ein Kind, als die seine Heimatstadt bombardierte, während des Kosovo-Krieges. Ich war 14 damals in der 8. Klasse. Und anstatt darüber nachzudenken, auf welches Gymnasium ich gehen sollte, waren wir damit beschäftigt, die Bombardements zu überleben. Mitten in Belgrad stehen noch heute Ruinen und erinnern ihn an den Krieg. Die Bomben demolierten mehr als nur Brücken und Häuser, sagt Radulović. Sie zerstörten sein Vertrauen in den Westen und seine Werte. Und so ging es bis heute vielen Serben. Stattdessen nimmt Russland seit vielen Jahren gezielt Einfluss in Serbien. In den Medien ist Putin auf fast allen Titeln. Die Ideologie vom russischen Brudervolk blüht. Das Ansehen Russlands ist groß. Deshalb kritisieren nur ganz wenige Serben den Ukraine-Krieg. Im Gegenteil. Ich glaube seit langem, dass der Krieg unvermeidlich war. Aber der Westen ist scheinheilig, vor allem seine Medien, die über den Krieg berichten. Als größte Nation auf dem Balkan sollten wir uns am meisten verantwortlich fühlen. Aber wir haben nichts aus der Geschichte gelernt. Das ist schrecklich. Im Kampf für Bürger- und Menschenrechte hat die Organisation Frauen in Schwarz eine ehrenvolle Tradition. Aber zu ihrem Protest gegen den Ukraine-Krieg kommt kaum eine Handvoll Leute. Die Frauen sind ernüchtert. Für sie hat das viel mit einer serbischen Sehnsucht nach dem starken Mann zu tun und mangelndem Demokratieverständnis. Mögen die Serben Russland oder Putin, sie mögen autoritäre Regierungen. Das hat nichts mit Russland zu tun. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić, beim Besuch der deutschen Außenministerin, angespannte Atmosphäre, denn Vučićs Nähe zu Putin ist bekannt. Seit Kriegsbeginn übt er sich deshalb im politischen Eiertanz, stimmt bei der UN für eine Verurteilung der russischen Invasion. Sanktionen des Westens gegen Russland aber will er nicht unterstützen. Wovon sollten wir uns distanzieren? Was haben wir mit dem Konflikt in der Ukraine zu tun? Was hat Serbien falsch gemacht? Serbien redet nicht über Leute oder Namen. Es gibt keine Liebe und keinen Hass. Was uns angeht, wir respektieren nur internationales Recht. Vučić befindet sich im Wahlkampf. Alle Umfragen deuten darauf hin, dass er die Wahlen Anfang April gewinnen wird. Die Mehrheit der Serben steht in der Ukraine-Frage hinter ihm. Im Taschmaidan-Park mitten in Belgrad erinnert ein Denkmal an die Kinder, die während der NATO-Angriffe getötet wurden. Der alte Krieg ist unvergessen und er bestimmt die Sicht auf den neuen. Nicht Serbien, nicht Russland, wir sind nicht in diesem Krieg. Aber die USA, England und Frankreich müssen anerkennen, wie es zu all dem gekommen ist. Ich bin gegen jeden Krieg, wie ich auch gegen den Kosovo-Krieg war und den davor. Ich bin gegen Interventionen und jede Gewalt gegen unabhängige Staaten. Nebojša Radulović und seine Freunde spüren, dass durch den Ukraine-Krieg viele ihrer alten Gewissheiten einen Knacks bekommen. Die Loyalität zu Russland, ihr Bild von der NATO oder dem Westen. Sie fühlen sich isoliert und fragen sich unbehaglich, was das für sie und ihr Land bedeutet. Wir haben immer zwischen den Stühlen gesessen und jetzt auch wieder. Ich bin mir nicht sicher, in welche Schwierigkeiten wir kämen, wenn wir uns den Sanktionen gegen Russland anschließen. Diese Entscheidung können wir im Moment einfach nicht treffen. Unsere Verbindung zu Russland ist zu stark wirtschaftlich und ein bisschen Angst ist auch dabei. Und so wünschen sie sich nichts sehnlicher, als dass der Krieg endet, möglichst schnell.